Yeah, was geht ab, liebe Ghetto-brillante Musikfreunde? Wir sind hier heute beim 6. Videoblog. Heute sind wir bei Chris Jones, machen das Album fertig. Heute ist Final vom Master angesagt. Und ist auf jeden Fall ein sehr geiles Mastering-Studio, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Das Album ist richtig Killer geworden. Im 6. Blog haben wir ein paar neue Sachen auf jeden Fall für euch. Wir zeigen ein bisschen Auftritts-Footage von dem Auftritt in Würzburg vom Freitag oder Samstag, auch ganz cool geworden. Und und jetzt zeigen wir euch auf jeden Fall erstmal den Track Champions League, den konnten wir in dem Blog schon mal sehen, aber nicht in der Endquali, sondern ihr sollt ja noch das Album kaufen, deswegen der gute Jones macht das jetzt einfach mal rein, um einfach mal den Sound zu checken. Yeah, yeah. Kikai Chuko. Yes, yes, yo. Champions League shit. Real Hip-Hop, we recognize. Yeah. Ich ging meinen Weg, was wollt ihr Penner mir erzählen? Früher zerrissene Shirts, heute Hemden von Ralph Lauren. The Dope MC, ich rap auf 80 Songs über Weed und verteil mehr Punches als Ruffy bei One Piece. Du hast keine guten Rhymes und nur mäßige Vergleiche. Rapper reden ständig scheiße, doch ich spalt ihre Schädel mit nem Säbel in zwei Teile und ramm ihr Nägel in die Beine, ein Release. Und dein scheiß Label ist schon pleite. Dope Dealing MC von Frankfurt bis New York. Ich schwieg Promis Lachs, du rubbelst auf Schlampen bei YouPorn. Du Dreckstoy, machst ein auf Backpacker König. Doch meine Slides enden für dich Rack Rapper tödlich. Rest in Peace, du siehst die Radieschen jetzt von unten. Ich schein durch die Hürde und dreh wieder meine Runde. So, könnt ihr auch mal so in Mastering reingucken. Wir haben ja auf jeden Fall viele krasse Anlagen, wo das ganze Zeug nochmal analog durchläuft, ist halt was anderes, als wenn ihr jetzt einfach nur ein bisschen Rap zu Hause macht und mit Plugins da mal ein bisschen drüber mixt. Ist auf jeden Fall hier alles analoges Equipment. Checkt den Blog aus, sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen wieder dabei. Was gibt's noch Neues zu sagen? Ich habe noch ein neues Feature bekannt zu geben, und zwar haben wir Rick Ross und Gucci Mane noch auf dem Track. Den werde ich euch heute aber nicht zeigen, den Track, den wird es dann im Snippet oder je nachdem jetzt bald auf dem Album geben. Und dann haben wir noch ein Feature, wo ich mich besonders drauf freue, und zwar für mich der krasseste Kiff-MC, den es jemals gab, Be Real von Cypress Hill, wird auch auf dem Album sein, auf dem richtig krassen Alter-Beats aus Frankreich, also Frankreich, Amerika, Deutschland, International Feature mal wieder. Checkt es aus, wie gesagt, viel Spaß mit dem Blog, peace. Yeah, aha, wo sind die Arme? Yeah, hör's vor. Das ist 90er Rap, yes, yo. Ich will mal ein paar Arme sehen, wo sind die Arme? Das ist 90er Rap, echtes Klassikmaterial. Frauen sammeln Schuhe, ich sammel Platten in meinem Regal. Eure Skills sind nicht tight und ich burn euch locker in der Blut. Mein Flow ist oldschool und classic wie Doggy Style von Snoop. Ich komm auf die Bühne jetzt, yo, der King ist back. West Coast Style, so wie Eazy-E und Lil Herb Death. Ich pump Gucci Rap, aus der Box kommt Bro to the Riches. Nebenbei verkaufe ich ein bisschen Dope an die Bitches. Rap ist mein Leben und ich mach aus dem Herzen Musik. Und kling noch hungrig, so wie Tiger auf der ersten LP. Ich fall wieder an Crimes und lieb euch derbe Songs. Und für euch kleinen Zacker bleibt mich der T-Shirt wie KS1. Ich schrei Small, ihr schreit Mike. Small, Small, das ist mein Bäcker. Dankeschön, Leute. Yo, Leute, was geht? Das war Mike Global 7, heute hier beim Hoffnungsträger. King Kyle heute live am Start. Gebt euch nächstes Jahr 2014 das erste Quartal Luxusdampfer in den Läden. Checkt das aus, Leute. Yeah. Yeah, yeah, we recognize Luxusdampfer. 2013. We recognize. Yeah. Okay. Let's do this. Yeah, die Labels sind pleite und die Kassen sind leer. Leute labern mich voll, doch ich bin von der Kacke genervt. Dein Rap ist Pop. Mein klingt die Kacke Commerz. Leute wollen lieber was Reales oder eine Platte mit Herz. Yo Leute, mein Name ist Umet, das ist King Kyle, wie schon gesagt. Und ich möchte einen Shoutout machen für sein nächstes Tape. Luxusdampfer, zieht euch das rein. So wie er rappt, denke ich auf jeden Fall, es wird cool. Thank you. Plattenfahrt, Speed, Alter, Flambeat von meinem letzten Album, BBBA, wer kennt es? Yeah, damals ging's um Hip-Hop, nicht um Euros und Cash. Ich seh Pieces auf Crank und krieg heute noch ein Flash. Im Regen war ich auf Kauf, du musst da hassen als Nieder-Shirte. Konkret bin oder die Platte der Stiebel, das ist wieder Hip-Hop. Wir bringen die Scheiße jetzt zurück, ich mach ein Klassiker wie Azad oder deine Mike Deluxe. Essen, wir sind back und kommen wieder mit guten Flows. Frankfurt der Side, so wie Real J und Luna Fro. Ich heb das Level, also was los, ihr Sackers? Maskuline Battle-Rap wie Taktlos und Savage. Nenn mich Dope MC, weil ich flow für das Race. Essen ist Macht, so wie Tone oder Chase. Der Rapper mit Skills, der
Joints rauf und Hardstrom. Ich bin ein Riesentritt und Kreuzfeld und Jakob. Ich sag es laut, ich war ja Landmann und Flipster, weil ich in meine Jugend zu ihren Platten gekämpft hab. Hip-Hop ist nicht tot, wir bringen den echten Shit weg. Von deinem Finger zu nem W und schrei der besten Respekt in deine Hände hoch. Yeah, weil Deutschrap ist trash, es hat lange gedauert, doch ich bring die 90er back. Hip-Hop ist nicht tot, wir bringen den echten Shit weg. Von deinem Finger zu nem B und schrei der besten Respekt in deine Hände hoch. Yeah, weil Deutschrap ist trash, es hat lange gedauert, doch ich bring die 90er back. Yeah.